Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Dario Ramon. Siehste, jetzt hat er es begriffen. Nein. Sein Dario Ramon. Dann... Für die Punkte. Ja, für die Punkte. Für die Morpho-Punkte. Ah, ich geh noch rein. Ja. Was ist denn Matt Myler? Der macht viele Miles, ne? Der ist ein Myler. Keiner macht mehr Myler als der Myler. Also Mylerer als andere. Das klingt wie so ein Tierchen. Ja, ich versuche ab und an Turbo zu drucken. Ja, das war gut. Wow. Brackmeier Beck hat den Händler getötet. Aus Versehen wahrscheinlich. Aus Versehen, ja, natürlich. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wow, erster Platz. Ja, hey. Also wenn man immer den ersten sabotiert und man Glück hat, dann stirbt er auch noch. Ja gut, meine. Oh, Platz 7. Boah, das waren wir ja noch nie. Tja, das stimmt. Man musste hier noch kaufen so eine zweite Maschinengewehr oder sowas. Ja. Ich kann jetzt nicht so viel hier erzählen, weil der Vater ist so ja, hektisch. Findest du, es ist hektisch? Ich finde, es ist so hektisch. Ich finde schon, es ist so hektisch. Ui. Oh, und manchmal hat man Glück. Ja. Und ohne Spaß kein Fahren. It's a new lab record. Cool. Ich finde witzig, dass ich kann überhaupt auf gar nichts gucken. Kein Leben, kein gar nichts. Einfach eine Zeit und Rekorde, das ist jetzt... Einfach nur weiter. Und möglichst nicht hängen bleiben. Oh. Guck mal. Nicht so schlecht. Boah. Wie ausgetauscht. Ja. Das können wir plötzlich ein bisschen. Genau. Guck mal, jetzt sind wir. Jetzt ist zumindest nicht der Entfernung das Doppelte, wie es vorhin war. Ja. Wir haben ein Rennen beendet mit 6%. Das ist auch ein Riesenfortschritt. Ja. Sam Speed. Ja. Der Sam. Ich glaube, der Unterschied ist, dass manche Strecken sind sehr eng. So die Straße ist sehr eng. Ja. Da passiert sehr viel. Mhm. Sehr viele Ecken, wo man hängen bleiben kann, ja. Thank you.
war fast was. Ja. Wenn wir einmal Munition finden, dann ist er fällig. Nein. Oh. Ja gut, aber zweiter Song. Zweiter ist auch ein. Zweiter ist auch ein Platz. Ja. Aber du hast recht, reparieren ist cool, weil dann hat man zumindest eine Sorge, wenn ich. Ja, genau. Da muss man nicht wegen jedem Schraubschlüssel nochmal eine extra Runde drehen. So wie früher, Mann. So ja. Rückwärts. Ein bisschen was genommen. Und so. $50, ne? So. Oh! Get ready to go. Gut Leben verloren. Die ist gestorben jetzt. Ui. Was ist denn da passiert? Ja. Okay. Ui. Irgendwas ist da vorgefallen. Irgendwas auf jeden Fall. Wahnsinn. Guck mal. Manchmal gewinnt man und manchmal gewinnt die andere. Genau, es gewinnt immer jemand. Ist das nicht positiv? Mhm. Ich bin ja gar nicht so. Ich sehe ja ganz knapp mit allen, ja. Ne? Uiuiui, Boys and Girls. Mhm. Bist du bereit für die Karriereleiter? Oh. Sunspeed und Dürknüppen. Ei. Das wird nicht so leicht, nein. Vielleicht tötet du genug uns am Spiel, das wäre ganz gut. Ja, genau. Ich finde das mega verwirrend mit den zwei gelben gleichen Modellen. Ja, ich bin der hinten ist jetzt. Ja. Nein! Das ist machbar, wenn man nicht so sehr verkackt. Nicht so sehr. Nicht zu sehr. Man muss sich auch immer merken, wann ist das Ende von der Strecke. Das ist auch in den Tunnelvision schwierig. Ja. Irgendwo her. Genau. Yes. Guck mal. Was war sogar die Strategie? Duke Nukem abgehängt. Ah, und der Sam Speed tot, ne? Ja. Oh, Platz 5. Platz 5. Und guck, vierte kriegen wir auch noch. Alle, die hinter. Nee, das geht doch. Aha. Ja, nein, nein. Ja, ja. Reparieren wir lieber. Immer, nicht so. Ja. Ich meine, Geld haben wir jetzt genug. Ne? Genau. Eigentlich könnten wir noch mehr kaufen, wenn es noch mehr zu kaufen gäbe. Ja. Raketenwerfer, irgendwas Praktisches. Wenn es das gäbe, ja, was, irgendwas Praktisches für den Alltag. Ja, genau. So für den Grillabend mit Freunden. Ja. Aha, einer brennt. Und einer hat Mine. Thank you.
Okay. Den Glas mitnehmen. Gut, also das kriegen wir gewonnen auf jeden Fall. Wenn ich noch eine Runde Munition kriege, dann habe ich das mit orange Munition voll. Dann glaube ich, dass ich sterben kann. Ja, dann fahr mal lieber ins Ziel. Stimmt, weil das Geld braucht man nicht. Stimmt. Ja. Guck mal, Prioritäten. Man braucht immer einen Co-Pilot. Ja. Wieso willst du riskieren, dass du verlierst? Wieso willst du den töten? Ja, wie viel Geld, das du nicht brauchst. Du kannst es nicht mal ausgeben. Du hast mehr Geld, als du ausgeben kannst. Ja, genau. So wie Billy. Du kannst nicht mal für den Haushalt einen Flammenwerfer verkaufen. Also, was willst du mit dem Geld? So, siehst du. Ach, guck mal, wie man gewinnt. Ja, verrückt. So kann man das also auch spielen. Ja, so geht das. Auch. Ja, ich glaube, ab irgendwann wechselt man die Strategie und auf Fahren. Ich glaube, erst musst du das Geld haben, weil ohne das Auto und voller alles kriegst du keine Chance. Ne? Und irgendwann hier vorne, weil du holst nicht nur viele Punkte, sondern du verhinderst womöglich, dass die oben auch viele Punkte kriegen. Ne? Und wenn die sterben oder zumindest nicht erster werden. Richtig, so. Ja. Aber irgendjemand kann mit Minen und gibt noch einen Stück hinter und in die. Das ist positiv. Positiv. Ah, du Knopf hat auch Minen. Alle abfallen. Aha, ein Minenfeld. Nein. Oh ja. Oh je. Also zum Beispiel, da habe ich zwei, drei Explosionen nah aneinander gesehen und dann gedacht, da ist er. Na gut, aber zweiter ist okay. Genau, ist fast erster, aber ja, da. Es gibt trotzdem, ich meine, 7 Punkte sind 7 Punkte. Ja. Ist ganz okay. Boah. Ui. Man merkt schon, der anstrengende Rennen. Ja. Da wird das Auto schon etwas in Mitleidenschaft gezogen, sagen wir mal so. Ach, aber schon wieder kommt wieder. Der fährt auch immer mit. Ja, der denkt sich jetzt. Jetzt erst recht. Ich muss. Get ready to go. Das war der. Ich glaube, die Minen muss man einfach quasi parat haben, um wenn das Auto direkt hinter dir ist. Ja. Und nicht einfach präventiv irgendwo. Nee, weil sonst fährst du selber drüber, ja. Ja, ganz oft sogar. Durchaus. Ich mache auch diese Piste wegen den Schnellsporen. Ja. Kann man den nehmen? Ja, manchmal. Wow! So, ja. War Turbo und nur Pitch und so. Ja, sehr gut. Denn, ui! Mad Max haben wir auch. Ja. Invizier, der ist der nächste. Genau. Den wir nachholen. Das Spiel ist doch möglich, Boys and Girls. Tatsächlich, ja. Das
Braucht eine Weile, aber es ist machbar. Man muss auch sagen, ganz am Anfang fragte ich, wie schwierig du das haben willst. Und da gab es einfach, wir haben ihn nicht auf einfach geklickt. Mhm. Das war der Fehler. Oh. Aber wir wollen eine Herausforderung. Genau. So nennt man das dann. Du genug wieder. Ach, der will's wohl wissen, ne? Okay, aber das ist eine von diesen. Das ist eine Kackstrecke. Roten, ja. Die ich nicht kenne und ganz viele crazy Kurven. Ja, wo man immer so kaufen. Aha. Ja, weil ich nur einmal gegen die Wand. Genau. Ist ja viel weniger als. Ja. So. Wow. Natürlich. Sicher. Aber selbst unter Drogen schaffst du es. Genau. Boah, ich kann selbst unter Drogen bin ich so ein krasser, krasser cooler Fahrer. Ja. Was? Mein Uber-Fahrer kann und... Der Uber-Fahrer, ja. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Oder beruhigend ist. Okay, dann jetzt passiert natürlich genug, was uns sonst öfters passiert, dass man sich beschäftigt mit irgendjemandem ganz hinten. Ja. Und dann kriegt man den ersten nicht mehr... Hoch. Ja. Das tut uns aber leid. Wie entspannt dieses Fahren ohne Minen. Ja, ne? Fang mal an. Ja. Aber es ist so wie das. So, genau, wenn man, ich glaube, wenn man die, dass der Rechner immer versucht, denselben Weg zu fahren. Ja. Und ich erinnere mich, dass so Minen auf diesen, wenn man diese Reisespuren sieht, die dort zu platzieren, dass die immer wieder rüberfahren. Ja. Aber da fahre ich auch. Bist du tatsächlich mit 0% Damage durchgekommen? Oh mein Gott! Ja. Das kennen wir ja nicht. Nee. Boah, Vierter. Ja. Ja gut, ich meine, der nächste Sprung ist schon groß, ne? Ah, wir kriegen jetzt 6000 von diesem neuen Sponsor anscheinend. Aha. Weil wir 0 kaputt hatten. Wow. Ja. Ja, hier so von wegen Nachhaltigkeit und so. Genau, mhm. Für die Umwelt. Ja. Ich habe das für die Umwelt gemacht. Genau. Bogota, Kolumbien. Okay. Sam Speed. Sam Speed. Jürgen Huggen hat genug gehabt. Ja, dem reicht's. Der braucht eine Pause, der macht Urlaub. Ich wünschte mir, man könnte noch ein Maschinengewehr kaufen. So eine zweite Linie Maschinengewehr. Ja. Was immer da vorne passierte, war gut für Sam's, für uns, nicht für Sam's. Für uns, ne, für Sam's Speed nicht so. Problem ist auch, dass manchmal zum Überholen mache ich ein bisschen Turbo und dann fahre ich gegen die Wand, weil die, weil der ganze plötzlich schneller ist. Ne? Das hat eigentlich geklappt. Ich glaube, so, glaub, ich bin rüber und ja, dann blum, irgendwie und so. Und dann zurückgeprallt, ja, okay. Ja. Na gut, aber Hauptsache du hast drüber. Ja, die Zeitlupe-Wiederholung hat gezeigt. Ja, nach der ja Analyse. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ah, Sponsorsache. Ey, wir können einfach das Auto fast zweimal kaufen. Okay. Machen wir ja nicht. Natürlich nicht. Es könnte sein, kannst immer nur ein Auto fahren, ne? Genau. Es könnte auch sein, dass ich auch Spaß sage, ah, dann kaufe mir einen, dann hat er all diese Verbesserungen nicht drin oder so.
Das wäre nicht funny. Nee. Das wäre nicht gut, nee. Ist da. Ja. Der ist wieder zurück von den Bahamas. Was ich überraschend finde, ist, dass Duke Nukem nicht der krasseste Spieler ist. Der ist wirklich Sam Max. Mann. Sam Speed. Sam Speed, mein Sam Max. Ja, weil das ja eigentlich nicht Dukes Genre ist, ne? Vielleicht. Der kann ja nun nicht alles, ne? Ballern und Rennfahrer sein. Genau, der hat ja schon ein krasser Typ, aber so krass dann auch wieder nicht. Ich glaube, das gewinnt irgendwie jetzt, weil ich stecke mit den Minen von den Einern hier fest. Jedenfalls keinen Nachhaltigkeitspreis. Nee. Auch nicht Erster, auch nicht alle tot. Es gibt einen Teilnahmepreis. Ja. Genau. Dabei sein ist alles. Ja, du weißt. Der Duke. Ja, guck mal, wie viel weiter der war. Ne? Ja. Aber kennen wir. Manchmal gewinnt die Katze, manchmal die Maus. Ja. Erfunden. Ja gut. Aber Simon ist auch gut. Der hat noch keine 100 vor uns. Keine 100. Nee. Jetzt kämpft man immer so persönliche Kämpfe, ne? Ja. Persönliche Kriege gegen genau, ihn zum Beispiel. Weil die, ne? Genau, weil die Spitze ist ja dünn, nicht? Das genau. Das Gute ist, das Spiel ist witzigerweise erst zu Ende, wenn du da oben bist und nicht das nach X Rennen, ne, wie es eigentlich logischer wäre. Ah ja. Okay. Okay, der fährt da rückwärts und in die Gegenrichtung und alles mögliche. Das ist auch so, die sind die Pisten, die ich nicht mag. Ich mag sie nicht so kurvig. Nee, ach so. Du hast also was gegen Kurven. Hm? Bum, bum, bum. Dun, dun, dun. Drei Abonnenten weg. Genau. Wie darf der so ein Biss machen? Wie diskriminierend. Ja. Fahren! Ich fang an einfach random mit. Ach, hier. Oh, da war er schon. Okay. Der hat sich selber getötet. Gut. Ja. Der ist ja ein besserer Killer als ich anscheinend. Man mag es mir auch super nah die ganze Zeit. Da war der letzte. Oh, der hat mal Max getötet. Ui! Der letzte. Ja, sowas. Der ist ja nicht direkt hinter mir. Der ist, ich bin zweimal vor ihm, glaube ich. Ja, trotzdem. Ah, okay, aber ich brauche also das Geld nicht. Ja, Mann. Ich brauche das Geld ja nicht. Nein. Also ich wollte sagen, ich könnte nur eine ganze Runde hinter ihm. Ja, aber das. Viel Geld, das wir nicht brauchen. Fahr mal lieber fertig da. Ah. Okay. Puh. Oh, ja. Mhm. Boah. Noch ein und dann sind wir bei 400, Boys and Girls. Mhm. Zurück zum Reparieren. Genau. Do you have bad luck? Always riding shotgun. Time for that golden racer boy to get some, right? Right.
Sam Speed. Ah. Ja, der wurde zumindest sabotiert jetzt erstmal. Genau. Die Sabotage ist auch sehr komisch, weil er ist manchmal so und so viel Prozent, manchmal so und so viel. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber zumindest hat er schon mal weniger Leben als Okay. Ja, leider ist er auch jetzt schon ganz wandert. Dann hat er mich so stark getroffen, dass mein Auto nach hinten kommt. Ich glaube, das ist die schlimmste Piste. Die ist ja 1000 Kurven und dann... Ja, du bleibst überall hängen. Ja, ist sehr eng. Dann jedes Mal, wenn du versuchst, ein bisschen enger zu fahren und eins zu überholen... Ja, bleibst dann, du hängen, ja. So wie das hier. Jetzt, ja, ne? Das ist... Genau so war es halt. So, ich lasse ein paar Minen hier ausfahren. Ja. Irgendwas muss hier passieren. Aber meinst du fährst mal Minen? Ja. Natürlich. Guck mal, der ist schon da. Ja. Und wir fahren und fahren und wir fahren. Wir fahren noch so zwei Runden. La la la. Ja. Okay. Na gut. Okay. Aber Second ist also gut. Ja. Ah, 400. Ja. Da sind wir nur 60 Punkte von Jane. Ja. Ja, es wäre totaler Quatsch, nicht hier, nicht immer die Größte zu fahren. Ja, das schaffst du nicht, dann. Der Duke ist da. Der Duke. Mal wieder. Der wurde natürlich auch mal wieder sabotiert. Völlig klar. Moment! Ich meine nur. Das sind ja beide. Ja. No? Duke. Hallo. Bumm. Da freut sich auch noch der Teufel. Auf der allerschwierigste. Ja, das ist schon eine Leistung. Ah, ich sag Kiki, die einzige mit Punkten. Juhu! Jawohl. Mhm. Ja. Nur noch 105 Punkte von der Spitze. Was ein Motivationssatz. Das hat fast funktioniert. Ja, also ob jetzt 260 oder 105. Das ja, ist okay. Wir hatten mal 260. Ja. Boah. Dann ist es doch machbar, ne? Ja, alles. Ah, und das ist eine von den Strecken, die ich mag. Ja. Deswegen habe ich da kurz geparkt. Um das zu genießen. Geh mal aus dem Weg. Meine Mine gehört, das war dann kein so großer Fehler. Okay.
Yes! Und die ist auch noch gestorben. Und der Vorteil auch dabei ist, dann kriegst du auch 0 Punkte. Ja. Dann wäre es so, als hätten wir noch mehr Punkte gekriegt. Genau. Oh. Na gut. Ich bin jetzt hier auch noch überholen, kurz vor Ende. Oh, ja, wieder ein Zehner. Guck mal. 23. Ja, gar nicht so weit. Nee. Ach, schaffen wir das, meine liebe Leute. Das wäre eine Möglichkeit. Bogotá, vamos. Don Nuken. In Bogotá, Colombia. Ja. Señor Nuken. Don Duke Nuken. Don Duke Nuken. Okay, das war Le Bomb. Ja, ich glaube, so spielt man. Also nicht die Minen einfach allo crazy. Ja, einfach mehr so platzieren und mal gucken, ob jemand was fährt. Meistens ich selbst. Ja, genau. Irgendjemand fährt schon, ne? Ja, das stimmt ja auch allerdings. Ne? Ja. Irgendjemand ist immer rübergefahren, meistens ich. Ja. Wenn man spielen kann, ist das viel einfacher. Ne? Nein! Oh, no. Der hat mich so gejagt, wie man sonst ihn jagt, ne? Ja. Na. Zweiter Platz ist ab. Na gut, ich würde sagen, mit einem vierten Platz stehen wir ganz gut da. Ja, erstmal. Ja, es ist zwar ein etwas undankbarer vierter Platz, aber man nähert sich, man nähert sich. Genau, noch 3 Plätze sind wir dort. Dann würde ich sagen, ich speichere sie ja doch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.